Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon. Let's go, Evoli. Ich habe jetzt die benötigten Pokémon hoffentlich gefangen. Es sollten 51 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich wollte gerade gehen, da kam noch ein riesiges Mauzchen und dachte mir, ja, fängst du das auch nochmal. So. Das soll ich jetzt eigentlich für Glumanda reichen. Habe ich mich verzählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind 8 mal 6, also 48. 1, 2, 3. Eigentlich sollten wir bei 51 sein. Für den Fall, dass ich nicht rechnen kann, fangen wir jetzt hier einfach noch eins. Klopfenser, komm mal her. Du bist, solltest relativ einfach zu fangen sein. Nein. Ich möchte das Pokémon bitte fangen. Nein! Ja, die Pokémon haben ordentlich gelevelt in der Zeit. So. Es lag an dem einen. Boah, wie cool. Ich will, dass du dich ab jetzt um mein Glumanda kümmerst. Einverstanden? Na gerne. Also dann, ich verlasse mich auf dich. So, jetzt haben wir wenigstens ein Glumanda. Glumanda, das Echsen-Pokémon. An sehr stillen Orten kann man seine brennende Schwanzspitze ganz leise lodern hören. So. Wo ist es denn? Da ist es. So, dann schmeißen wir Klein schon mal raus. Nehmen Glumanda dafür rein. Es ist mild. Immerhin schon auf Level 14. Das ist nicht schlecht. Dann entwickelt sich es wenigstens bald. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir Glumanda behalten wollen, aber wir haben jetzt wenigstens eins. Das macht mich sehr glücklich. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das habe ich mir sicherlich schon länger nicht mehr getan. Ich mag es, wie schnell das Speichern hier geht. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. So, holen wir uns mal kurz das Item, was da liegt. Oder Mauzi? Ich glaube, Mauzis und Knuffensers und so haben wir jetzt genug. Nein, dieser Knosp, halt aus. Ich komme zu dir. Hey, du. Es ist Oscar mit K. Und er hat einen Onix. Gut, dass wir einen Bisasknosp haben. Und Bisasknosp hat einen ganz schönen Wachstumsschub hingelegt, zumindest leveltechnisch. So, es wird aber Zeit, dass wir echt mal wieder ein paar Trainer kaputt machen. Wir brauchen wieder Pokébälle. Ein Vogelprofi. Ich finde es seltsam, dass die Trainerklassen allmählich hier umbenannt wurden. Aus dem Vogelfänger wird der Vogelprofi, aus dem Teenager wird der Knirps. Oh nein, keine Sandwürfe, bitte. So. Ich hoffe, die nächste Kopfnuss trifft, dann ist das Kabuga nämlich Geschichte. Und dann können wir wieder Knost auswechseln und was anderes einsetzen. Oder halt den neuen Pokémon und dann ist der Kampf eh vorbei. So, dann hat ihm sein Sandwirbel ja reichlich viel gebracht.
Was haben wir hier? Einen Supertrank. Nice. Und da haben wir einen Knirps, der mit uns kämpfen möchte. Ich kann mich mal ein bisschen ans Mikrofon ransetzen. So. Das ist ein Dickter. Hallo, Dickter. Wir haben einen Bieterknosp. Und das hat einen Ranken für dich. Wow. So, der oben hat, glaube ich, Fleckmon. Da kommen wir mit Bisaknos besser durch. Ansonsten, wie gesagt, ich würde Glumanda gerne mal kämpfen lassen, damit es ein paar EP kriegt. Damit es sich schnell weiterentwickelt. So, ich hoffe, da reicht unsere Kopfnuss noch für. Sieht gut aus. Das ist nur Bisaknos tatsächlich schon auf Level 20. Halt kann man scheinbar kein Fleckmon. Na gut, dann können wir ja Glumanda mal einsetzen. Soll es mal zeigen, was es kann. Einmal Glut bitte. Und nochmal Glut. Naja, wenigstens kriegen wir Pokebälle. Ich wünsche, dir wird es ein bisschen mehr EP geben. Na, da behalte ich Bisaknos mal lieber nach oben. Der hat bestimmt Gesteins-Pokémon. Oder hatte der Macholo? Ich weiß es gar nicht mehr. Da kann man sich ja heutzutage auch gar nicht mehr so sicher sein, was die haben. Würden die das hier auch andauernd ändern. Vor allem das Miese ist ja, einige haben noch die gleichen, andere haben verschiedene. Wobei, über ein bisschen Abwechslung freue ich mich sogar. Das ist Macholo. So, dann bin ich mit bitte Glut. Au, der hat gesessen. Au, der hat wieder gesessen. Dann müssen wir Glumanda wohl einen Trank geben. Au, wieder voll ins Gesicht. Der tritt unsere Ehre mit Füßen. Au. So. So, dann geben wir Glumanda gleich nochmal einen Trank, damit es für die nächsten Trainer da vorbereitet ist. Dann kannst du nämlich gleich mal richtig kämpfen. Bewegen. Ich will dahin. So. Medizintasche bitte.
Hi, kann ich helfen? Da möchte ich jemanden in den Arsch getreten bekommen. Und das sind nicht wir. Spoiler, das sind nicht wir. Oh, sie hat einen Goldini. Na, ob du das schaffst, wir wechseln mal lieber. Ach, kann Pikachu auch nicht mal machen. Dann haben wir es auch mal eingesetzt. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum wir Pikachu noch schon bei haben. Wir brauchen es eigentlich gar nicht. Na gut, es ist süß und knuddelig, aber davon abgesehen brauchen wir es nicht. Au. Na, wenigstens ist es paralysiert. Wenn nicht besiegt, dann ist es paralysiert. Na komm, mach's kaputt. Dankeschön. So, da ist Glumanda schon auf Level 15. Oh, zwei Superbälle. Dankeschön. So, was hat er? Der hatte früher, glaube ich, Nidoran männlich. Keine Ahnung, ob das jetzt noch hat. Nein, er hat einen Shiggy. Hi! Probieren wir es einfach mal. Ich habe keine Lust zu wechseln. Mal gucken, wie viel der Blubber macht. Okay, überredet, wir wechseln. Wenn das hier ein Starter-Pokémon-Match ist. Dann machen wir das mit dieser Knospe. So, ein Rankenhieb. So. Und noch zwei weitere Superbälle. Vielen Dank, der Herr. Kommen wir an ihm vorbei? Nein. Und ein Äther. So, dann gehen wir mal kurz ins Inventar. Und heilen Glumanda gleich mal. Wir können so langsam auch echt auf Supertränke umsteigen. Die normalen. Wir werden jetzt die Tränke aufbrauchen, dann werden wir so nach und nach Supertränke dazu kaufen. Oh, ein Mirapla. Ein leichtes Opfer. Das sollte kein Problem für uns werden. So, einmal kurz hingerotzt und weg mit dem Mirapla. Das Taubsi kriegst du auch hin. Da bin ich von überzeugt. So, einmal bitte eine Glut. Wie immer, eigentlich. Oh, es brennt. Sag mal, brennst du? Ja. Au. So. Willst du kämpfen? Bewegen.
Wobei, ich finde es cool, dass sie dann teilweise auch an Stellen Trainer hinzufügen, die, toll, da hätte ich Glumanda auch drin lassen können, die es vorher nicht gab. Der Angler zum Beispiel ist neu. Den gab es vorher garantiert nicht. So, der war kein Gegner für wie. Oh, ein Krabi. Hallo, Krabi. So. Dann gib du mal auf. Das ist schön, dass die Trainer jetzt Pokébälle geben. So, gibt's hier noch irgendwas? Hi, was machst du denn da? Diese Gegend wird gerne für Dates genutzt, aber ich lasse mich nicht davon beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainerkusch wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Witz, dass ich gegen dich antrete. Später vielleicht, dann können wir Glumanda nach vorne setzen. So. Dann können wir nochmal einen Trank geben. So, wir wollen jetzt langsam aufbrauchen. So. Los geht's. Es ist Trainercoach Nicola. Nicht zu verwechseln mit Ricola. So, sie hat einmal Hollow, das heißt, wir können ganz normal mit Blutwetter angreifen. Oh, ist kein Geowurf. Von der Animation her sollte diese Attacke mehr als 16 Schaden anrichten. Lass mich raten, von ihr gibt es dann die TM-Geowurf? Ja, alles im grünen Bereich. Ich wünschte, Glumanda könnte Drachenwut, das wäre witzig. Wobei Drachenwut eigentlich ziemlich OP ist. Momentan, weil die meisten Pokémon nicht mal 40 KP haben. So, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Indem, dass wir jetzt keine Tränke mehr haben, um Glumanda ganz voll zu halten. Das heißt, wir müssen ihm so lange Tränke geben, bis es 2 Geowürfe überlebt. Das kann eine Weile dauern. Aber ich würde Glumanda den Kampf gerne alleine machen lassen. Das Teil ist ziemlich hoch. Ich hoffe mir, dass Glumanda dadurch ziemlich gut EP kriegt. Wow, es würde jetzt noch ganz genau einen davon überleben. Ja, der Glumanda macht hier echt was mit. Wird die ganze Zeit ins All katapultiert. Das arme Teil, oh, das weiß ich gar nicht. Das arme Teil weiß doch gar nicht, wie ihm geschieht. So, jetzt ist es kein Problem mehr. Wow, das waren gar nicht so viele EP, wie ich dachte. Puh, dabei wollte ich dir eine Lektion erteilen, nicht umgekehrt. So, so kann es gehen. Lass mich gerade, wir kriegen die Geowurf-TM von dir. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. TM 15 Geowurf. Diese Attacke richtet Schaden in Höhe des Levels des Pokémon, das sie einsetzt. Wenn es hier die alten TMs gibt, heißt das, hier gibt es die Body Slam TM? Wenn ja, wird das ziemlich cool.
Schaffe Evoli. Kann Evoli Body Slam lernen? Ich glaube ja. Also ich weiß zumindest, dass die. Warum gebe ich Lumanda eigentlich Tränke? Hier dürften eigentlich keine Trainer mehr sein. Voll die Verschwendung. Hi, Bill. Hallo? Ist jemand zu Hause? Was ist los? Hast du was gefunden, wie? Ein Nidorino. Hi. Es steht auf zwei Beinen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich denn so an? Du glaubst ja kein Wort, was? Aber ich lüge nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurde meine Zelle mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Sieht's aus, hilfst du mir? Okay. Okay, ich steige in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau, der PC da. Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Oh wow, ich war kurz davor, dich zu fragen, ob du dich mit meinem Nidorino paaren willst. PC. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Wenn du dich beeilst und da reingehst? Du setzt das Zellteilungsprogramm des Teleporters in Gang. Okay, das ist das Nidorino. Heißt das, ihr wart gerade ein und dasselbe? Ein bisschen gruselig. Puh, tausend Dank. Du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen meine Augen da? Du trägst in deinem Beutel ja eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Als Dankeschön für die Rettung von eben. Ein Busticket von Bill. Dankeschön. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff. Banker. Die MSN. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Ich schnieke für meinen Geschmack. Zu schnieke für meinen Geschmack. Wenigstens einer, der auch schnieke sagt. Da sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß. Na komm, wie? Wir gehen später auf die MSN, aber erstmal müssen wir Misty doch besiegen. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was ist, weil da unten dieses zappelnde Evoli war. Ein Lockparfüm. Oh, das können wir später vielleicht nochmal gebrauchen. Na, dann können wir uns schon mal auf den Weg zurück nach Azuria machen. Ich denke mal, wenn wir da die ganzen Arena-Kämpfe gemacht haben, dann entwickelt sich Glumanda da auch weiter mit den geteilten EP. Was ist los? Was hast du denn gefunden, dieser Knosp? Ach, du hast nur den Duft eingeatmet. Ich kann verstehen, dass dir das gefällt. Bisaknus folgt dir vergnügt. Das ist schön, dass du Spaß hast. Und dann werden wir wieder zurück in Azuria City. So, dann gehen wir kurz heilen. Und dann tauschen wir noch Glumanda mit Bisaknus aus, dass das gleich vorne startet. Und dann gehen wir in die Pokémon Arena. Wird auch langsam Zeit. Bewegen. So. Hey, wie? Wie geht's dir? Was los? Wie blickt hektisch umher? Verabschiede dich mal von den Zuschauern. Sag Winke, Winke. Winke, Winke. Winke, Winke. Fein. Du hast da ein Ohr. Und ein Ohr. Und ein Schwanz.
Ohr hast du da? Ein Ohr hast du da? Ein Ohr hast du da? Du hast da ein Öhrchen. Und guck mal, da hast du noch ein Öhrchen. Ach, du bist so süß. Hier, nimm mal ein Öhrchen. Ist lecker, ne? Ja, ich kann nicht verstehen, dass du das magst. So. Sag nochmal Tschüss. Fein. Mit den Worten. Habt ihr gesehen? Kannst du winken? Wink nochmal. Wink nochmal. Winken. Nicht Ja sagen. Nicht Nein sagen. Sag Winke, Winke. Winke, Winke. Winke, 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 Winke. Hui. Voll die Zuckungen. Jedenfalls, damit. Das klingt voll wie eine Taube. Jedenfalls, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer. Ciao.